Weil der Hebebühne, da steht man auf einer Hebebühne und vor einem ist nichts. Man denkt immer dran, man kann runterfallen, ja, aber das ist schon ein komisches Gefühl. Weil die Rampe, die ist schräg nach oben und ja, da hat man einfach ein sicheres Gefühl, finde ich. Uns würden Autos helfen, die wirklich breiter sind, wo man auch mehr Rollifahrer reinpacken kann und so. Ich merke es ja dann schon in der Kurve, dann sagt nur, er möchte nicht an zu scharf die Kurve nehmen. Es gibt halt Kraftfahrer, die sehen halt nicht, dass da hinten manchmal ein Rollstuhlfahrer drin steht. Die fahren halt in die Kurven, da hängst du hinten drin im Rollstuhl und musst dich schon ganz schön festhalten. Bis jetzt ist da kein Unfall passiert. Auch noch nicht im Straßenverkehr. Gott sei Dank nicht. Ich habe an meinem Rollstuhl noch einen Gurt und dann bekomme ich noch einen Gurt, einen extra breiten, meistens mit Klettverschluss. Der ist dann auch nochmal um den Rollstuhl rundherum geklettet. Also da fühlt man sich wirklich sicher. Ich wünsche mir, dass an jeder Bushaltestelle so eine Leuchttafel hinkommt und dann auch mit Mindestzeichen, dass es mit eingeblendet wird. Wann fährt mein Bus? Wann fährt ein Läuferbus?